Herzlich willkommen zurück zu Let's Play XCOM Enemy Unknown. Und wir waren hier in der brenzligen Situation stehen geblieben. Wie so häufig. Und wir schießen auf den dort hinten, den wir wahrscheinlich auch nicht töten können. Ne, natürlich machen wir dann einen Schaden zu wenig. Ich glaube, die kann man nach dort gehen und von da aus dann schießen. 32%, 19%. Ich glaube, ich mach mal Deckungsfeuer an. Verstanden! Mehr habt ihr nicht drauf! Oh Gott. Einer ist gefallen. Ja, der ist jetzt schon verblutet, leider. So, für uns heißt es allerdings, wir können jetzt nochmal schießen. Nicht auf ihn, sondern auf ihn. Ich habe die Pistole genommen, weil unsere andere Waffe nicht mehr so viel im Magazin hat. Und von da gesehen erschien mir es da ziemlich sinnvoll. Was die? Das ist doch unmöglich. Wer hat das denn gemacht? Hier ist doch noch nicht mal ein Fenster im Gebäude. Ruf des Blutes. Verdammt, das war knapp. So, die Deckung da oben ist ziemlich im Eimer. Tod kriege ich den auch nicht so schnell. Wir ziehen uns also zurück. Gehen auf Feldposten. Und auch hier nochmal bitte Feldposten. Ich hätte da oben nachladen sollen. Trefferchance. Hau drauf. Daneben. Nun alle. Der runterschießen kann natürlich nicht. Das heißt aber, der kann nachladen. Kann weitergehen. Das war's für Sie. Wir haben gerade jemanden verloren. Dabei ist nur noch der gute Scharfschütze da. Wir verlieren hier gerade unser Elite-Team. So, auf Feldposten sollen die doch kommen. Warte, kommt! Nein, ich hab schon wieder versagt. Central, hören Sie mich, wir haben schwere Verluste erlitten. Trupp ist kampfunfähig. Angekommen, Big Sky. Zurück zum Hauptquartier. Das kann doch nicht wahr sein. Panik in Südafrika. In Japan und Indien. In China auch noch. Unser Team ist tot. Darauf war niemand vorbereitet. Das waren einige unserer besten Leute. Ich wünschte, wir hätten mehr tun können. Einige? Das waren alle unsere besten Leute. Ach, das gibt's doch nicht. Wir bleiben in Kontakt, Commander.
Ja, schön, dass wir es bleiben. Ach Gott. Okay, kann man nicht ändern. Wie sieht es jetzt truppenmäßig aus? Wie viele haben wir noch? Dann nächste Frage, wie viel Ausrüstung haben wir noch? Für die wahrscheinlich gar keine mehr. Doch, wir haben noch alles. Sehr schön. Na dann. Werde ich mal wieder zur Erdkugel gehen. Ne, ich werde erst nochmal... Ach, so weit zurück wollte ich auch nicht. Erst nochmal gucken, Technikabteilung hat 17 Ingenieure. Das ist immer noch zu wenig. Ach ja, Satelliten-Nexus. Was ist jetzt der Satelliten-Nexus? Oh. So, die Energiequelle ist dann das nächste. Ne, die Strahlwaffen, weil die schnell gehen. Einrichtung bauen, Satelliten nächstes können wir wahrscheinlich nicht. Auch 25 Ingenieure. Fehlt uns hier eindeutig an Ingenieuren. Aber egal, mal weiter anstarren die Karte. Satellitenabdeckung nun verfügbar über Argentinien. Forschungsprojekt ist abgeschlossen. Laserpistole und Gewehr können wir jetzt machen. Und Präzisionslaser gibt's auch. Erforschen wir das mal. Und scannen weiter. Streulaser. Und Laserpräzisionsgewehr. So, als nächstes können wir dann ja nur die Uferenergiequelle erforschen, also wird das dann gemacht. Kann man ja eigentlich nirgendwo einkaufen. Was kann ich eigentlich noch in der Offiziersschule machen, muss ich gleich mal gucken. Und ich muss mal eben in der Technikabteilung vorbeigucken. Nämlich das Laserpräzisionsgewehr können wir inzwischen jetzt machen. Genauso wie das Lasergewehr. Das stelle ich schon mal her. Eigentlich stelle ich nur das her. 5 davon. Gab es dieses Alien-Bild nicht schon? Auch im ersten XCOM. Hier bräuchte man eins zur Legierung für. Ja, komm, einen hole ich mir von. Ja, gucken wir weiter. Scannen wir noch Aktivitäten. Konflikt entdeckt. UFO-Kontakt, Abfangjäger starten. Ja, genau. Und auf geht's. Greife Feind an! Wir sollten nochmal zielen. Satellitengestützte Zielauswahl. Okay. Dann schicken wir den Skyranger los. Jetzt möchte ich ganz gerne nochmal die Bossrüstung angucken.
Ja, das Sturmgewehr, das kann ja eigentlich nichts oder Reichweite kurz. 3. Reichweite Mittel 5. Oder Lasergewehr. Reichweite Mittel 5 ist das Lasergewehr, das Reichweite ist das leichte Plasmagewehr. Kritische Chance 10, kritischer Schaden 7. Ja, schon. Panzerrüstung bekommst du den Skelettanzug. Nein, du bekommst die Schadenrüstung. Und zusätzlich noch ein Medikit. Muss ich jetzt jedem wirklich das Laser-Ding geben? Der kann das gar nicht. Nicht für schwer. Der muss dann beim leichten MG wohl bleiben. Unser Unterstützungssoldat hier bekommt die Schalenrüstung. Ein Lasergewehr. Sicherheitshalber einfach mal einen Impulsbogen. Sturmsoldat bekommt. Keine Schrotflinte. Mir geht die Schrotflinte tierisch auf die Nerven eigentlich. Komm, weil die auch nur einen Basisschaden von 4 macht. Und hier, ja, bleibt beim Kurzbogen. Und die Unterstützung hier kommt noch. Eine Splittergranate, ein Lasergewehr, eine Schalenrüstung. Jetzt habe ich vergessen, den einen eine Schalenrüstung zu geben. Komm her, nimm dir eine Schalenrüstung. Einsatzstart. Strike One, bereit machen zur Landung. Wir sind Achtung! Für die nächste Operation setzen wir sie tief im nigerianischen Hinterland ab. Anscheinend sind die Aliens in einem dünn besiedelten Gebiet abgestürzt. Sollte es dort Zivilisten geben, halten sie sich hoffentlich fern. Ja, hoffentlich. Es ist in diesem Spiel wurde uns ja noch nie gezeigt, wie sich Zivilisten einem außerirdischen Objekt nähern oder so. Ach ja, aber die Zivilisten sind ja auch zu neugierig, wie immer. Ladezeiten wieder nicht so lang. Also muss ich nichts rausschneiden, das ist gut. Oh, hier ist es sogar noch schön grün. Hauptquartier bitte melden. Big Sky hat die äußere Markierung erreicht. Nähern uns der Absturzstelle. Einsatzteam erwartet ihre Befehle. Bestätigt, Big Sky. Strike One hat die Erlaubnis, feindliche Ziele an der Absturzstelle anzugreifen. Ja, dann... Wo genau ist das UFO? Irgendwo. Irgendwo wird es schon sein. Da ist erstmal noch nichts zu sehen. Ich weiß leider nie, wohin so genau mit denen. Gehen wir nochmal nach dort. Oh, da hinten brennt es schon. Da könnte schon sowas UFO-artiges sein. Nein, sowas UFO-artiges ist da oben. Das ist gut zu wissen. Ach ja, der feine, schwere Soldat. Der sich zu fein war, eine Laserwaffe zu benutzen. Er geht mal auf Feldposten. Die Aliens machen nichts, von dem ich was wüsste. Das heißt, wir laufen mal weiter. Außerirdische in Sicht! Greife an! Irgendwie sind die Waffen von denen viel zu klein für deren Hände. Okay. Da haben wir keine Deckung in die Richtung.
schwerer Soldat wird dann niemals was hinschießen können. Also nichts Raketenartiges mache ich damit. Ach, ich möchte jetzt auch nicht mit allen einfach nur vorrücken. Ich möchte auch noch irgendwie mal auf Feldposten haben. Ihn können wir zum Beispiel dahin bewegen und dort auf Feldposten gehen. Ähnlich verhält sich's mit ihm. Und er kann zu den Steinen da. Auf Feldposten. Nein, auf Feldposten. So, Aliens. Der schießt. Und trifft zum Glück nicht. Der nächste schießt wahrscheinlich auch. Nein, der läuft. Daneben. Verflucht! Ziel verfehlt! Der hat den da irgendwie verbessert. Der muss hier im Moment keinen, der Holo zielen kann, leider. Aber der kann so zielen und damit treffen. Ah, justiere Visier! Ey, wie macht's mich immer noch wahnsinnig, dass unser Team gestorben ist in der letzten Mission. Vor allem um Zero tut's mir leid. So, jetzt hat der keine Deckung mehr. Das könnte ich mir jetzt verhindern. Wird's aber nicht. Schuss hat nicht gesessen. Weil der damit einfach nicht zielen kann. Aber von hier aus gesehen könnte es ihm zum Verhängnis werden. Und mit Laserwaffen klappt das vielleicht einfach ich besser. Hier Punkte auf. Okay, was macht der jetzt? Da geht Feldposten. Falls sich da mal wieder jemand bewegen möchte. Positiv. Feindkontakt. Oh, da möchte sich jemand bewegen. Und dort auch. So, du Pong. Schieß mal. Und triff nicht. Ziel steht noch. Ah, jetzt weiß ich schon gar nicht, wohin mit mir. Nachladen. Ich dachte mal, Lasergewehre brauchen keine Munition. Ach, granatenmäßig sieht sie nicht so gut aus. Da schießen wir lieber auf den da. Und treffen nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Negativschaden! Der wechselt mal eben nochmal seine Deckung. Weil er da einfach mehr Deckung durch den Baum hat. Aber die Laserwaffe macht ja schon ordentlich Schaden. Die große Frage ist jetzt, was macht er? Läuft er jetzt da hoch? Und kann dann auch schießen. Trifft aber leider nicht. Ach, Ziel verfehlt! Oh, der hat jetzt Auswahl. Ne, den ist er nicht, den am besten. Ja, das kommt mir vor, wenn man mit so normalen Waffen schießt. Das kann doch nicht angehen. Verlagern den Angriff! Au! Nochmal au! Boah, jetzt kommt dann noch einer.
taking fire. Du hast gerade Englisch gesprochen. Vielleicht habe ich mir das aber auch einfach nur eingebildet. Prozentige Trefferchance. Wirf mal nach da und schieß von da. So, wieder mal 6 Schaden. Ich hab keine Kugeln mehr. Der hat keine Kugeln mehr. Kugeln hat es hier sowieso noch nie. Dann kann man nach vorne gehen, von da aus sieht der nämlich ein bisschen was. Da wird auf Feldposten gegangen. Nee, auf den nicht. Den treffen ist unwahrscheinlich. Auf den können wir schießen. Den treffen nicht. Ah, das ist nicht gut. Wer könnte auf den schießen? Bis wohin könnte der denn rennen? Jetzt erlaube ich mir mal so einen Sturmangriff. Renne mit tödlicher Geschwindigkeit. Läuft der mal nach dort? Und schießt dann auf den, hat leider auch keine große Trefferchance. Und trifft auch nicht. Mein Gott, der ist so dick, da wird man den auch doch wohl treffen können. So, wie es aber weiterhin mit Treffern und so aussieht, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann noch wieder dabei und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ciao.